So, willkommen zurück, Stardew Valley. Zweiter Tag im zweiten Jahr. Wir gucken mal. Was spricht das Wetter für morgen? Clear and sunny. Okay. Dann gucken wir weiter. Gießi habe ich dabei, jawohl. Oh, der gießt ja ganz gut. Ja gut, aber hey, er gießt keine 4 und ich habe eine 4 gerechnet. Okay, also ich muss einiges gießen drüben. Pech. High Quality Fertilizer. Ah ja. Und New Crop Selections, ja, die habe ich gestern schon gekauft, du Knaller. Ach nee, habe ich ja nicht. Ich habe ja den Knobi gekauft, ja. Da war ja was. Egal. So. Was haben wir hier noch? Den Rest lassen wir erstmal drin. Jo, dann würde ich sagen, mache ich jetzt die Tour hier mit Viecher und so. Und dann sehen wir uns, wenn ich damit soweit fertig bin und vielleicht ein paar Geschenke verteile. Weil ich glaube nicht, dass ich das Ganze euch jetzt antun muss hier. Ah, schön, Federn. Ihr braucht nicht ständig Eier legen. Ihr könnt auch mal Federn geben, genau. Oh, goldene sogar. Außerdem kann ich immer wieder vollfüllen. Und ich lasse euch aber natürlich raus. Ach so, das sollte ich aber dann doch hier zumachen. Vor der Chaos. Ach so, da ist will ein Baum wachsen. Ah ja, hier müssen wir da auch unbedingt aufräumen, ey. Naja, okay. Bis später. Nein, noch nicht. Erstmal will ich ja rein und will hier alle verhätscheln. Oh, cool. Lauter Rieseneier. Ja gut, die Beuteier sind. Oh, sogar Iridium. Nett. Äußerst nett. Na, lass mich mal dahin. Warum lookt denn ihr schon wieder sad? Ihr kommt doch jetzt gleich raus. Ihr müsst doch nicht sad looken. Hä? Soll denn der Blödsinn? So, da fällt mir aber ein, auch jetzt werden die Tage nicht allzu viel länger gehen. Weil ich muss ja nicht mehr so viel Fisch fangen, wie ich früher gefahren. Ist das immer noch zu? Schade. Da hinten ist nämlich der blöde Dwarf. Ich weiß nicht mehr, was... Was war denn da der Aus... Also doch, einfach nur Iridium haben und kaputt schlagen. Dwarf. Ah, Cave Karatsu, Cave Karatsu, Cave Karatsu und Cave Karatsu. Ah, also der hat irgendwas von wegen... Enteron auf Cave Karatsu, Sweeten the Night. Also der steht voll auf Cave Karatsu anscheinend. Hä? Blöd, Mann. Ja, der verkauft da wegen was, ne? Ja, wenn man Knoblauch... an sich hat, dann sagen eben schwachere Monster tschüss. Man kann bei dem auch Bomben kaufen. Okay, cool. Miner Street. Eine Rare Grau. Nummer 6, die aussieht wie er. Okay, ich würde sagen, die kaufen wir uns. Ja, und den Rest lassen wir erstmal gut sein. Okay, was bist du für ein Knaller? Was magst du? Ich meine, ich glaube, ich weiß es noch, aber können wir mal schauen. Villager. Er hat im Sommer Geburtstag. Er kann natürlich nicht der Romanz machen, das ist klar. Loves Gift, Amethyst, Aquamarin, also jeden Ding. Und Likes Gift, alle. Ja, und warum erzählt er was von Cave Carrot und die steht gar nicht dabei? Was ist mit der Cave Carrot? Oder hat er die nur im Angebot? Der Blödmann. Sieht so aus. Ja, okay, also er mag alles Wertvolle, ne? Klar. Alle Steine und so. Okay, gut, kommt zusammen. Jo, ansonsten wollte ich jetzt diese Geschenke hier verteilen. Als erstes. Ne, dann machen wir nämlich nur ein bisschen Geschenketour und dann lassen wir die Tage auch wieder gut sein, weil mehr passiert einfach nicht jetzt erstmal. Ich gieß früh, ist klar. Gieß alles zusammen und fülle meine Fallen wieder auf. Das, was ich heute noch nicht gemacht habe, muss ich gleich machen. Aber erstmal möchte ich jetzt Alex seine Parsnip geben, wenigstens. Ja, aber mehr passiert halt nicht mehr so. Ich fische nicht mehr so exzessiv, weil ich habe jeden Fisch. Und ich habe die Fische, die ich bräuchte, habe ich auch öfter, ist kein Problem. Also, warum soll ich? Wenn mir mal langweilig ist und ich Bock darauf habe, wirklich weiter zu fischen und ich fit bin, ja, dann schon, aber sonst, ne. Na, Alex, kommst mal raus. Du kommst doch eigentlich relativ früh raus, immer aus deinem Kapuf. Wäre ziemlich cool. Aha. Ich habe leider für dich noch nichts Richtiges. Das ist scheiße. Du sollst sie nicht fressen, du sollst zu Alex geben. Bam. Weil, wenn wir gucken, was der larft. Ja gut, Prismatik schert, ich Idiot. Und Salmon den Lachsdinner müsste ich auch können. Okay, ja gut, dann passt schon. Schaffen wir.
Gut, jetzt hole ich schnell den Köder noch, damit ich hier weitermachen kann. Damit ich die Fallen bestücken kann. Hä? Habe ich hier drin, oder? Oh, auch nicht mehr so viel. Vielleicht soll ich doch ein bisschen in die Mine gehen. Köder sammeln. Okay. Aber gut, ich habe viel zu viel von diesem Backmeat. Ja, gut. Ach, weißt du, später mit dem besseren Köder kann man es brauchen. Was soll's denn? Ja, okay, Alex haben wir also zugewarft. Ja, okay, sie hat die Zeitung gelesen, aber dann ist sie depressiv geworden. Also ich dachte auch, oh, was ist das für eine Dreckswelt? Da hat sie vielleicht sogar recht. Nee, Moment, Sam wohnt hier. Ach, bist du noch in der Kiste? Ach, Mensch. Ah, Vince. Ich will doch bloß zu deinem Bruder. Oh yeah. So, dann haben wir für Harvey was. Und eigentlich haben wir genug Geld, dass wir uns sogar mal ein paar Sachen leisten können. Aber gut, jetzt brauchen wir es eigentlich auch nicht mehr. Ja, okay. Jetzt brauchen wir es eigentlich auch nicht mehr, weil jetzt könnten wir uns so die richtig krassen Dinger hier leisten. Ne? Muscle Remedy oder Energy Tonic bringt halt 500 Energie, 200 Leben, ne? Ist schon krass. Aber jetzt brauchen wir es eigentlich nicht mehr. Na gut, das waren jetzt die. Wen können wir denn heute noch beglücken? Müssen ja nicht alle heute sein. Ja, das war's eh schon. Die passt, ja. Maru könnten wir. Die ist auf 6 Herzchen, ja. Maru, Shane, okay. Maru und Shane noch. Also Bier und Maru. Diamant, ne? Diamant habe ich sowieso dabei. Und entweder ein Bier, was mag er noch? Pizza mag er doch auch. Der Pisser. Aber, warte mal, ich habe doch bestimmt irgendwo Bier. Hä? Und klar habe ich Bier. Hier ist Pizza, Bier. Pizza, Bier, ja. Fast dasselbe. Für Maru eben ein Dia, den habe ich sowieso. Gut, wo habe ich denn eigentlich die komischen Rehrkraus alle hin? Ich habe ich ein paar, aber... Nee, das ist eine Scarecrow und keine Rehrkraus. Aber ich die blöden Rehrkraus. Boah, ey. Hä? Jetzt erklären wir mal das. Ah, hier habe ich welche, aber das sind ja lang nicht alle. Ich hatte doch die blumige und so auch schon. Wo habe ich die alle hingesteckt? Oder hatte ich die nicht? Habe ich die in einem Anfall von Wahnsinn irgendwie vergessen? Ah ja, ich habe hier noch ein paar Mix-Seeds reingeballert. Das ist noch passiert heute früh. Aber ansonsten wird jetzt auch nichts mehr weiter passieren. Na gut, dann geben wir jetzt noch die Geschenke her und dann ist gut. Also Maru haben wir ja gerade schon gesehen, die ist da. Ja, heute ist Dienstag, klar, da arbeitet sie. Nee, du kannst mir nicht helfen, außer mit der kurz deine Aufmerksamkeit zu schenken. Bitte. Tschüss. Hi, Abby. Ja, es ist nett von dir, mich und Georg zu besuchen. Das siehst du, was ich für ein nettes Arschloch bin. Ja, okay. Auch bei dir ist klar. Ja, und Emily haben wir schon auf 8 Herzchen. Das war ja das Blöde. Ah, und du denkst, die Zukunft sieht gut für uns aus. Ja, wenn du meinst. Sag mal, ständig komme ich gegen das Mikro. Aber ich glaube, das hört man nicht ganz so laut. Ich habe es mal ein paar Mal gehabt. Und das hört man, glaube ich, nicht ganz so laut, wie ich befürchte. Gut. Ah, ja, wow. Gut, das waren die letzten für heute, würde ich sagen. Und ich glaube eigentlich fast, ich lasse jetzt den Tag durchlaufen zeitlich. Und dann passt es. Ach, die haben ja heute ihr Aerobic-Meeting. Dann beende ich es. Ne? Ich bin so dumm. Naja, dann gehe ich halt erstmal hier. Aber ich darf nicht vergessen, dass ich das beim See auch noch hin muss. Da war ich nämlich noch gar nicht. Also bei See, sage ich, bei Meer. Ozean, die See, stimmt dann schon auch, ne? Ach so, da ist. Ja. Gut, weil wir müssen die ja noch neu bestücken. Gut, aber ich glaube, dann sehen wir uns nach einer Zusammenfassung und den mache ich den nächsten Tag noch mit rein. Weil so viel passiert ja auch nicht. Müssen erst ein paar mehr nächste Szenen passieren. Die erste war ja gleich gestern mit Hayley. Die ist ja sofort passiert, wie ich gedacht habe. Passt schon. Bis später. Naja, der Tag geht schnell rum. Ich habe mir überlegt, wenn ich diesen Zeitfries nicht hätte, ich würde nichts schaffen. Ja, Trilobit kenne ich doch schon, mein Gott. Heißt, was ist mit dir los? Ah ja. Ah ja. Das ist
alles das Tolls für deine Schreiberlinge und deine Tinte und dein Papier. Naja, dann, wenn das gut ist mit der Stille oder so, von mir aus. Bitteschön. Ich bin kein Schriftsteller, also ich bin auch kein Dichter. Ich kann aber so ein bisschen doof reimen, wenn es drauf ankommt, ja. Tue ich aber auch nur für ganz ausgewählte Leute. Und mittlerweile habe ich darauf auch keine Lust mehr. Es ist keine wert, also lassen wir das. Verteile er mal Blödsinn. Bis nachher. Eigentlich wollte ich ja beenden. Machen wir den morgigen Tag noch dran. Ich habe hier gerade noch was gesehen, da war da noch was. Ach, das ist wieder im Witzbolde. So, gerade noch die letzten Cranberries da reingeballert, hier die letzten Sachen rausgeholt, habe ein bisschen Holz gefällt, bisschen die Silo aufgefüllt, weil ich ein bisschen gemäht habe. Jetzt bringen wir den ganzen Scheiß noch unter, das ist falsch. Und morgen können wir weiter Geschenke verteilen. So, habe ein bisschen auch von dem Saatgut verkauft, weil ich viel zu viel hatte. So. Okay. Katze ist da. Ach so, Moment. Ich darf eins nicht vergessen, ich Penner. Ich muss den hier überall mal zumachen erstmal, sonst kommen die nämlich morgen raus, bevor ich mich um die kümmern kann. Und sie dann zu finden in dem, teilweise dem Chaos. Ne, im Moment geht's eigentlich, aber im Sommer wird's richtig schlimm. Dann, ne, das ist mir zu dumm. Dann machen wir lieber jetzt zu und haben morgen unsere Ruhe. Und wo war jetzt hier das Symbol? Hä? Ist da irgendwas im Boden? Ach ja, da! Na toll. Können wir noch verkaufen, was soll's. Ach ja, noch was habe ich gesehen. Ich habe doch jetzt... Idiot. Ich habe doch die Dinger gebaut, das Gewächshaus und habe doch da im Gewächshaus Bäume rein. Ja, die tragen immer. Ich werde also keine Jahreszeitenprobleme mehr haben. So, das tun wir noch verkaufen. Vor allem tun wir verkaufen. Oh mein Gott, was ein Deutsch. Schlafen. Naja, die Welt baut es jetzt nicht. Aber was soll's. In zwei Tagen haben wir, glaube ich, schon den ersten Ertrag. Passt dann schon. Gut. Dann sehen wir uns später beim nächsten Geschenketour machen. Können wir mal gucken, was... Oh Gott, was steht denn heute drin? Wetter? A storm is approaching? Aha, cool. Ja, umso besser. Gibt's doch eigentlich im Frühjahr gar nicht. Anscheinend doch. Wirklich ein Rerun? Ja, okay, tatsächlich. Gut, bis später, wenn ich dann die Geschenke wieder weiter verteilen. Mal gucken, vielleicht heute geht man dem Zwerg was. Das habe ich gar nicht geschnallt, dass ich das schon längst hätte aufmachen können. Wahrscheinlich kann man das schon mit der Goldspitzhacke das Ding zum Zwerg hinten. Naja, egal. So, haben wir alles gegossen, machen wir gleich mal eine Geschenketour. Jetzt gucken wir mal, wie heute was kriegt. Auf jeden Fall George, das weiß ich. So, und von den ganzen Bachelors oder Bachelorettes, hier ist Sebastian. Ja, Grobus könnte ich auch heute was geben. Sebastian kriegt so eine Träne, okay. Wer noch? Elliot kriegt einen Dingsbums. Hier haben wir eine Lobster. So, Sebastian möchte gerne Träne haben. Oh, habe ich nur eine? Da müsste ich mir echt mal wieder... Oh, naja, gut, ich krieg welche wegen der... Sag schon. Wegen der Steine. Morgen ist Geodenöffnungstag, weil ich habe genug gefunden heute. Was wollte ich jetzt noch? Ach so, ich wollte die Mayo verkaufen, genau. Bam. So, die wollte Mayo. So, dann wollte ich jetzt craften, und zwar Köder. So, dann wollen wir mal gucken. Ach ja, hier war ich noch gar nicht. Aha, da ist auch gleich was. Ein Lauch. Das ist doch was. Das mag nämlich der Dingsbums. Da kann er sich zum Lauch machen für einen Lauch. Los geht's. Blödes Gelaber, ist auch ein Gespräch. Heute Abend soll ich eine Prim fangen für diesen Nachtfisch, für Willi. Auch das müsste ich noch hinkriegen, eigentlich bevor ich auf Arbeit gehe. Ja, eigentlich schon. Ja, jetzt werden wir schnell hier alles sammeln. Machen wir jetzt schnell onscreen, ja. Ansonsten habe ich hier eben jetzt in der Mine ein bisschen das Zeug gesammelt, damit ich hier mir die Köder bauen konnte. Und dabei habe ich natürlich schon wieder lauter Geoden gefunden eben. Hä?
Ach so, kam es da nicht so richtig hin. Ja, morgen kommt dann Gewitter. Gewitter im Frühjahr, das ist auch neu. Wahrscheinlich gibt es das erst ab Jahr 2 oder so. Schau mal, mach das da rein, danke. Ja, ansonsten habe ich jetzt gesagt, George, Robus, Sebastian und Elliot. Wer noch? Ich glaube niemand. Nur gleich mal nochmal schauen, aber gucken wir mal. Ansonsten müsste es heute so ziemlich gewesen sein. Servus, bitte. Ah, das ist ein schönes Geschenk. Habe ich es ihm nicht gegeben? Ach so, ich hatte mehr davon. Penner, ich habe ja welche in der Ding gehabt, natürlich. Nee, dem will ich nichts schenken, mit dem will ich bloß kurz legen. Ja, okay. Murmel mal blöd vor dich hin. Mit dem Kent können wir zumindest mal warfen, damit er irgendwann mal steigt. Ja, Farm, meine Farm ist am Wachsen oder am Florieren, wie auch immer. Ja, und deine Tante lässt sich nicht raus, auch das wissen wir. So, George, auch mit dir können wir zumindest labern, weil bei dir habe ich so wenig, da muss ich das Labern nutzen. Ja, ich guck dir einfach so zu. Knallkopf. Was ist denn jetzt noch? Ah ja. Ich komm nicht ran. Ha, wenn ich von diesem höllischen Stuhl hochkommen könnte, könntest du bestimmt, wenn du den mal wolltest. Ja, danke dir. Oh, er hat sogar Danke gesagt. Wow. Ja, 30 Jahre ist es jetzt her. Da war ich in den Minen. Naja, und ein letzter Kohleflöß, der musste eben noch geöffnet werden. Und ich wollte in den Dynamitstab da reinballern. Aber ich bin irgendwo ausgerutscht oder so. Ja. Ja, und das Dynamit ist explodiert, logisch. Und dann hat sich's erledigt mit Laufen. Ja, und du hast wohl gedacht, ich bin einfach nur zu alt, ja. Ja, und ich würde noch viel, viel dehler als so ein Frühlingshuhn sein oder als ein Huhn im Frühling, wenn dieser scheiß Unfall nicht gewesen wäre. Knaller. Da wird es doch wieder ein relativ langes Video. Länger als 20 Minuten. Ich habe gedacht, ich mache schnell 20 Minuten. Ja, also du warst ziemlich nett zu mir, danke. Ja, endlich taut er auf. Ja, wenn man älter wird, dann vergisst man, dass die Leute nach einem sehen. Ah ja. Ja, so ein Pech. Ich habe noch was für dich, was dich noch mehr freuen wird. Hier, lecker. Bitte. Hi, Abby. Du bist auch noch nicht so toll. Dir könnte ich eigentlich glatt mal... The most beautiful family of butterflies. Ah ja, ja, wenn es schön macht, wenn du die gesehen hast. So, bitteschön. So, jetzt gehen wir noch zu Grobus. Ach, servus, Schatzi. Dir könnte... Ach, du bist eh schon aufs 7 Herzchen. Ja, ja, ich nehme mir gerade eine Auszeit von der Arbeit, ja. Ich mache meine nächste Arbeit. So, Grobus. Ach ja, und den Dwarf wollte ich machen. Mal gucken, was wir noch haben. Ja, Diamant mag er bestimmt auch, ne? Aber nochmal Diamant, jetzt ist mir eigentlich ein bisschen zu blöd. Ach, weißt du was, dann ist der Dwarf erst morgen dran. Fehlt jetzt noch irgendjemand? Ja, Sebastian. Los geht's. Und dann war's das auch, dann sehen wir uns an der Tageszusammenfassung. Würde ich sagen. Passieren tut er jetzt hoffentlich nichts, oder? Schon wieder Szenen ein. Moin, moin. Ich hab hier was. Findest du bestimmt gut. Da, viel Spaß. Ach du, dich habe ich eh schon auf 9 sogar. Ja, okay, dann lass mal das gut sein. Ja, und wie geht's mir so? Oder wie was mache ich so? Ja, ja. Ja, und den Dienstag und Donnerstag arbeitest du in der Klinik. Auch das wissen wir ja schon lange. Gut, bis nachher. Das war's dann für heute mit der Geschenketour. Bleiben ja eh nicht viele übrig. Wer bleibt denn überhaupt noch?
für morgen. Können wir aber schnell nachschauen. Emily nicht. Penny? Nee, Penny ist ja auch schon auf 7 Herzchen. Warum auch nicht? Elliot ist jetzt auch auf 7 gestiegen. Wow. Abby ist schon auf 7. Lea ist auf 7. Maru ist auf 7. Wow. Okay. Niemand. Ich muss halt mal gucken, dass ich Shane und Sam jetzt bis den nächsten 2 Wochen nach oben krieg. Ja, dann lassen wir das, ne? Und Hayley, okay? Dann ist morgen ansonsten niemand dran. Hayley, kann ich kurz mal labern? Ja, ja, du freust dich, dass die Blumen jetzt langsam wachsen. Du gehst arbeiten. Ich bin schon eine ganze Zeit mit Sebastian befreundet. Der ist ziemlich cool drauf. Ah, ja. Ach, Harvey. Harvey war auch nicht so gut drauf. Dann können wir kurz, das nehme ich doch immer noch auf. Ja, es ist toll, einen Freund zu haben. Aha. Gott. So, dann werden wir noch den Kapuff zumachen. Hier vielleicht Fisch noch reintun. Jetzt bin ich gerade überlegen, ob der überhaupt noch rein muss. Bremen. Oh, Bremen haben wir nicht viel. Den können wir wirklich reintun. Sandfisch haben wir genug. Der wird verkauft. Da können wir das noch reintun. Ach, Abby hat ihr Gespräch sogar noch fortgeführt. Das hätte ich mal weitermachen sollen, ne? Hat mir dann noch erzählt, ja, sie macht auch gerade eine Pause. Also nicht so richtig, aber eben von ihren, gerade was sie Online-Übungen hat, die pausiert sie gerade. Ja, wahrscheinlich will sie lieber zocken. So, jetzt. Sag mal, das zumachen. Okay. Haben wir alles zu, haben wir alles zu. Alles gegossen, alles gemacht. Das ist nicht fertig, das ist schade. Okay. Ab, schlafen. Ja, heute dürfte es sogar ein bisschen was geben. Weil Mario habe ich auch verkauft und was. Schauen wir mal. Ja, ja. Naja, über 5000, gar nicht so schlecht. 8000, so, ui, schön. Was ist denn hier passiert? Ich habe ihn da so viel verkauft. Ach, die Iridium-Barren. Ha, klar. Ja. Davon habe ich mittlerweile nämlich auch viel zu viel. Gut. Dann lassen wir es hier jetzt gut sein. Wir haben den 5. Ab morgen wird das erste Zeug reif. Nein, ich habe ja noch gar nichts angepflanzt, was für 4 Tage braucht. Blödsinn. Ich habe mir gestern noch so Kollektoren gebaut für die Blitze, damit ich ein paar mehr Batterien kriege. Da habe ich noch 3 Stück gemacht. Dann sage ich an der Stelle mal danke fürs Zuschauen. Gerne Like oder Kommentar. Wir sehen uns dann an diesem versifften Regentag im nächsten Part wieder.